Und ich versuche mal, den allerersten Spielstand zu behalten. So. Weil nicht, dass ich dann nachher doch irgendwas falsch gemacht habe. Mit den beiden, mit den drei Entscheidungspunkten. Und dass dann halt im vierten Entscheidungspunkt, wo es denn losgeht, dass ich mich dann halt wirklich entscheiden muss. Ja, ab dem vierten Entscheidungspunkt geht's los. Ab dort sucht man sich das Ende aus. Und wie komme ich jetzt in den Yuyuki Park? Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Das hat so gut gepasst, ne? Aber ich glaube, ich muss... Ich kann auch nach Shibuya reisen, eigentlich. Reisen wir mal nach Shibuya. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo der bleiche Reiter war. Der muss ja auch irgendwo rumgammeln. Der gammelt hier irgendwo rum. Das weiß ich noch. Aber wo? Wo gammelst du rum? So, nein. Ja, ist doch egal. Zumindest hier ist es egal in der Stadt. Naja, ich will die ganze Zeit rausrennen und hab vergessen, dass ich noch X drücken muss. So, ab in den Yuyuki Park. Oh Gott, wie lange waren wir denn jetzt schon mal nicht mehr hier? Im Yuyuki Park. Krass, oder? Ich glaube zumindest, dass wir da oben hin müssen. Herr Flixt, genau wie ich sagte, die Welt ist ganz rund. Aber selbst jetzt glaubt mir keiner. Ich höre Prophezeiungen vom Jupiter. Du glaubst mir doch, oder? Natürlich. Oh, du glaubst mir? Dann erzähl ich dir was Tolles. Das Halbzwischer ist derjenige, der die Welt erschaffen wird. Herr Flixt, du bist doch nicht etwa, nö. Das hatten wir schon mal damals. Chinan, Yuyuki, Kami. Was? Kamitsunochi. Was? Kamitsunocho. Mhm, okay. Lass nicht Rolf ist. Hast du die Gerüchte über Tokio gehört? Nee. Ein Kerl mit einem starken Willen wird diese chaotische Welt verändern. Der ist gut, nicht? Tokio für immer im Chaos. Hahaha. ja. Du, anscheinend kennt er mich. Ah, egal. So. Oh Gott. Haben wir hier schon ewig nicht mehr. Hier haben wir zum Beispiel auch die allererste Lebensfontäne gefunden. Und hier ist auch dieser Horny. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Horny. Die Fontänendamm ist so heiß wie ihr und die. Gehst du hin? Oh ja. Weißt du, die ist so heiß. Das ist... Oh Gott. Warum haben sie den Dämonen genau das sprechen lassen? Die Baustelle da drüben dient jetzt den Feen als Unterschlupf. Sie haben die Tür versperrt, deshalb können wir nicht rein. Aber ich frage mich, ob man da von Ostseite reinkommt. Du solltest dorthin gelangen, indem du den Asakusa-Tunnel nimmst. Gut, dass Tokio kreisförmig ist. Asakusa-Tunnel? Asakusa-Tunnel? Was war denn das für ein Tunnel nochmal? Ich habe diesen Punkt schon mal gesehen. Wenn ich ihn ansehe, dann taucht der Namikawa vor meinem geistigen Auge auf. Es kommt mir vor, als wäre was mit dir geschehen. Ja, du bist tot, du Arsch. Ist hier vielleicht eine Riesenmenge Maratui verborgen? Ja. Anscheinend schon. Können wir hier in den Stadtplan reingucken? Naja, natürlich nicht alles für... Ja, ich wollte gerade sagen verpixelt, aber das stimmt ja gar nicht. Also alles nicht verpixelt, sondern verschwommen. Aber Hauptsache Horny ist noch da. Ich nenne jetzt Horny. Wieso habe ich keinen Horny im Team? Ah, weil ich alleine schon Horny bin. Ha, ha, ha. Ha, ha. Lach doch mal. Hier. Spaten. Seid so doof. Kann dich nicht zum Lachen bringen. So, Asakusa-Tunnel. Hä? Wo ist denn der Asakusa-Tunnel? Soll er hier sein? Wartet. Wo soll er sein?
Nee, hier ist das Krankenhaus. So. Aber schon geil, dass wir an diesen alten Plätzen kommen. Aber ich habe irgendwie Vermutung, dass wir jetzt schon alle Plätze durch haben jetzt. Dass jetzt hier auch nichts mehr kommt. Hier Shibuya. Ja, wie komme ich da jetzt an die Ostseite? Asakusa-Tunnel. Asakusa. Asakusa, Asakusa. Da waren wir doch schon mal. Das ist alles so kompliziert jetzt gemacht. Wir hätten eigentlich gleich zum Asakusa-Tunnel. Ach nee, hätten wir nicht, weil wir die Information nicht hatten. Stimmt. Was sag ich denn hier für ein Scheiß? Asakusa, da. Asakusa. Hier soll ein Tunnel sein? Was war nochmal Asakusa für eine Stadt? Ich kann mich an die ganzen Städte nicht mehr erinnern. Was willst du denn hier? Was ist, Rolf? Irgendwas Interessantes entdeckt? Ich habe gehört, dass man das Hauptquartier der Mantra im Moment nicht betreten kann. Früher Mitglieder der Mantra können etwas damit zu tun haben, aber wahrscheinlich würden sie ohne einen Anführer nichts unternehmen. Ja. Wobei mir einfällt, ich habe in letzter Zeit öfter den Namen Futomimi gehört. Vielleicht hacken diese Mannequins gerade selbst was aus. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Ich habe nichts von Isamu gehört. Stellt er sich tot oder wie? Naja, er wird sich früher oder später selbst beraten. Wieso versuchst du nicht in der Zwischenzeit etwas über diesen Futomimi zu erfahren? Ich denke mal 100 Pro, dass Futomimi bestimmt auch böse ist. 100 Pro. Ach, hier ist... Ja, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Der Mannequin-Sammler hat einen Laden aufgemacht. Er hat eine Menge Kram von seltsamen Tränken bis hin zu insektenartigen Dingern. Er ist da vorne links. Aber manchmal spüre ich dort eine merkwürdige Präsenz. Irgendwie unheimlich. Oh nein. Ich habe eine Ahnung. Fuck. Wir haben die Gegend hinter dieser Tür da renoviert. Benutze diesen Weg, wenn du nach Ueno oder zum Asakusa-Tunnel willst. Ueno? Okay, das ist doch was Neues. Okay. Jawoll. Die Flammen des Kamelas der Visualität flacken heftig. Und wir müssen da durch. Das heißt, wir müssen ihn besiegen. Klasse. Klasse. So, dann speichere ich mal lieber. Und... Ja, ich speichere erst. So. Insektenartige Dinge. Also hat er jetzt neue Magatamas. Deshalb frage ich mich noch, was Asakusa ist und so weiter, aber ich war ja schon tausendmal, aber ich achte nie auf den Namen. In letzter Zeit sowieso achte ich auf rein gar nichts. Ich habe echt so einen Tunnelblick entwickelt. Das ist total schlimm. Ich habe auch in letzter Zeit sau wenig League of Legends gespielt und auch ein paar Freunde vernachlässigt, also die im TS-Zeit sind. Ja gut, das sind jetzt nicht so die richtigen Freunde, aber trotzdem, es sind halt Freunde. Und die eine streamt zum Beispiel auch, aber in letzter Zeit hat sie gar nicht mehr gestreamt. Weil ich habe sie nämlich eigentlich motiviert zu streamen, aber anscheinend hat sie dann doch keine Lust mehr jetzt, ne? Ich muss in meiner nächsten Zeit fragen, mal ein bisschen wieder reinkommen. So, wen nehme ich denn jetzt mit? Long? Was hat denn Long nochmal für Fähigkeiten? Ja, nehme auch, okay. Beantwortet die Frage. Nebelhauch. So, du gehst jetzt hoch, ne? Ja, klasse. Dankeschön. Da. Mal gucken. Wartet. Wie sieht's mit den EPs aus? 5000. Mhm. Okay. Vertreibung. Negiert Vertreibung.
Negiert Fluch, wenn negiert Feuer. Ja, ich glaube, ich lerne ja auch nichts, ne? Aber ich muss den drin haben. Das hat das Problem. Na gut. Dann haben wir bald alle Reiter besiegt. Der Reiter kommt übrigens nur, wenn wir wirklich vorher alle besiegt haben. Alle drei vorher. Dann kommt er auch. Weil ansonsten kommt er mich nicht. Also das ist immer so, das ist bei jedem Reiter so. Wenn du den vorherigen Reiter nicht besiegt hast, dann kommen die anderen nicht. Dann kommt halt der nächste nicht. Also dann erscheint er halt nicht. Aber da wir schon alle besiegt haben, außer den Bleichen, kommt er jetzt halt. Und ich weiß echt nicht, ob ich mir wirklich jetzt noch so einen weißen Reiter machen soll. Also ich finde der Scheusale eigentlich ganz geil, aber man kann so wenig mit dem verbinden. Und ich mag auch nicht, wenn wir jetzt so viele gleichgesinnte Monster haben. Das finde ich halt doof. Auch wenn sie stark sind und alles negieren, was geht. So, hier dauert, kommt er wahrscheinlich. Komm schon. Na? Na? Komm schon. Och, geht doch. Du kannst die Präsenz eines furchterregenden Dämons spüren. Willst du hierbleiben? Ja. Bist du sicher? Ja. Ups. Oha. Na du? Es ist an der Zeit, dem ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Mal sehen, ob du die vier Ritter des Todes schlagen kannst. Kann ein Mensch mit der Stärke eines Dämons dem unvermeidlichen Schicksal des Todes entrinnen? Ich werde endgültig über dich richten. Wow. Interessanter Einschnitt, dass er so von vorne, von hinten kommt, nach vorne. Er sieht aber genauso aus wie der schwarze Ritter, Reiter. Nur dass er halt keine Justizia-Waage hat. Siehe, das Land der Toten, es lauert vor dir und hinter dir. Sei auf der Hut, sonst verschlingt es dich in Sekundenschnelle. Geister rufen. Oh nein! Wobei, ich bin gewappnet. Weil die können mich was ganz Böses, und zwar den Tod. Also die können vertreiben und so einen Scheiß. Also das weiß ich noch. Greif ich an? Ich greif an. Ich habe ja Crit drinne. Tarukaya? Habe ich eigentlich mit Sekunde drinne? Nee, habe ich natürlich nicht drinne. Super. Egal. Muss hier aufpassen. Machen wir erstmal Nebel auch noch dazu. Um einfach mal die Zielgenauigkeit zu verringern. Darum geht's mir eigentlich. So, weg mit euch. Nice. Nice, das muss er nämlich den nächsten rufen. Also seine Züge verschwenden. Ja, war klar, dass er Drachenauge macht. Aber sieht schon cool aus. Muss man schon sagen. Wobei, er hat eine Sicherheit, ne? Das ist... Aha. Was ist denn allgemeine Kampfleistung? Alles oder was? Also Angriff und Verteidigung. Was ist das denn für eine Bezeichnung? Da ist jemand ausgewichen. Das ist fies. Also Ausweichen ist scheiße, sag ich mal nur so. So, wir versuchen weiterhin die Verteidigung zu verringern. Oha. Haha. Hehe. Da ist schon wieder einer ausgewichen. An der Axt. Aber der eine ist weg. Das ist ganz gut. So, wir springen. Und wir machen sofort Gebet, um die Heilung zu erhöhen. Also, dass wir halt heilen. Morgen springt und nochmal Angriff. Warum weichst du aus? Wie unfair ist das denn? Oha.
Hör auf damit. Nein. Ganz doof. Ganz mies. Hör auf damit. Festhauch. Eine Giftattacke. Okay, Long ist tot. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist kein ausgewichen, das ist gut. So, wir machen jetzt nämlich... Fuck! Oh, fuck. Ich weiß nicht, wer Dingscon. Kannst du die Kunda? Konnte Titan die Kunda? Ich weiß es nicht. Oh, erstmal Gebet machen. Oh, Daisui, du bist der Beste, weißt du das? Oh, ja. Ja, du kannst es. Jawohl! Titan. Ja! Hör auf mit diesem scheiß Gift. Oh, daneben. Oh, Titan, super. Du hast dir echt jetzt schon gelohnt. Ganz ehrlich. Angriff. Oh, nice. Ich denke mal, das werden wir gleich beim allerersten Mal schaffen. Das ist super. So, Meditation. Weil nur er vielleicht verletzt ist. Und... Ach, da lebt ja noch einer. Egal. Den machen wir auch tot. Seht ihr? So schnell geht's. So schnell kann's gehen. So. Und nochmal eine Meditation, bitte. Nice. Er dürfte fast tot sein. Na gut, er hat noch keinen... Also das Pferd ist noch nicht auf dem Boden mit dem Kopf. Ist aber auch interessant, dass man, dass das Pferd immer die sozusagen den Status anzeigt. Oh, was, Domir? So ein Arschviech. So, Attacke. Nice, alle drei getroffen. Tarukai, machen wir weiterhin. Hier springen wir. Und hier machen wir die Kunda. Ah, Titan, du bist so gut. Die Kunda ist echt geil. Das Pferd hat seinen Kopf gesenkt. Wir machen jetzt Fokus. Das heißt, das Pferdchen ist gleich kaum im Arsch. Plus der Reiter. Die haben irgendwie gar keine so... Ich mach dich tot gleich. Also... Dass sie halt im gelben Bereich sind und dann halt noch so eine Aktion machen, so eine extra Aktion. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, ganz ehrlich, so geil die Gegner auch gemacht sind, also wenn die Gegner wirklich alle so sind, dass sie halt irgendwas beschwören, dann wird sie auch langweilig. Weil man kann halt wirklich mit dem Höllenbiker und halt Neukakuzushi sowas machen halt. Ihr seht, ich habe den easy besiegt. Also... weg mit dir. Warte, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Pass mal auf. Ja. Kann ich ihn... Wartet. Ich hab einen Plan. Titan, sorry, dass du keine EP kriegst, aber tschüss. Saki braucht die EP. Ey! Fuck you! Oh nice, du bist ausgewichen. Sehr schön. Naja, super, das war ein Level-Up. So. Ja, aber klar, dass wir nichts lernen. So, wir brauchen jetzt... Ich würde wirklich gerne noch ein bisschen auf Kraft und so weiter gehen. Oder auf Vitalität. Oh, wir haben doch Vertreibungs-S gelernt. Schützt vor Vertreibungsangriffen. Ja. Brauchen wir ja nicht. Ja, weg damit. Ja. Oh, cool. Hisaka. Hm, nicht schlecht. Ja, klar, höre ich zu. Hisaka hat was hervorgezogen. Das hat er bestimmt... Oh, nee. Ja. Wie findest du das, Maiden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Spiel, Made in USA? Oh Mann.
Und Dazuyu ist auch um ein Level hochgestiegen. Wir haben den Kandelaber der Anmut erhalten. Ich würde fast schon sagen Armut, aber Anmut. Das ist natürlich was anderes als Armut. Ja, wir haben es geschafft. Easy peasy, sage ich mal. Und Saki ist jetzt fast Level 36. Das ist super. Hat einen unglaublichen Wert von Glück, muss ich schon sagen. Ich heile aber mal ganz kurz, nicht, dass hier irgendwelche Randoms uns jetzt töten. So, was sagst du jetzt? Im Jujutsu-Park treibt eine böse Macht ihr Unwesen, heißt es. Aber wir haben zusammengearbeitet, um diese Stadt wieder aufzubauen. Wir werden diese böse Macht niederringen. Ja, natürlich. Ich gehe da jetzt hin, mach die Toten, und dann sagen die, ah, wir haben den besiegt. Naja, egal. So, der Dämon ist weg. Ihr könnt alle wieder in Frieden ruhen, schlafen, weiß ich was. Und Kinder kriegen. Und euch vermehren und so weiter. Hä? Naja, egal. Lebenscontainer erstmal und erstmal schön wiederbeleben. So, erstmal heilen. Aber nice, dass wir das geschafft haben. Echt nice. So, dann haben wir jetzt auch den Bleichenreiter gekillt. Und ja, super. Wir haben eigentlich extrem viele Scheusale schon besiegt, ne? Wenn man sich so überlegt. Müssten ja eigentlich jetzt nicht mehr sehr viele kommen. So, ich speichere mal hier drauf. Dass ich auf jeden Fall zwei verschiedene Speicherpunkte habe. Also jetzt schon. So. Und ja. Nice, sage ich dann nur so. Nice, nice. Ich werde, glaube ich, jetzt mal die Aufnahme speichern, damit ich sie auf jeden Fall habe. Nicht, dass ich jetzt schon wieder den gleichen Reiter machen muss und dann halt versage. Und ja, die Belohnung, habt ihr ja gesehen, war der Kandelaber der Anmut, den ich jetzt nicht finde. Umugi-Stein? Achso, das war der. Ja. Wo auch immer. Ach, hier. Anmut. Kandelaber, das im Zephyr World den ersten Platz einnimmt. Den 10. Aha. Nice. So, wir haben es geschafft. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Lucifer's Call. Und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ah.